Hola amigos und Grüße aus Spanien. Jetzt geht es darum, meinen zweiten Satz Holzmöbel zu streichen. Und wie ihr seht, der ist also sehr, sehr angewittert. Oder nicht angewittert, sondern abgewittert. Und auch hier gehe ich wieder ganz einfach und simpel vor, indem ich einfach mit einem Schwingschleifer praktisch die Oberfläche glätte und abplatzende alte Holzglasur damit abtrage, sodass die neue Glasur dann auch entsprechend ins Holz einziehen kann. Also dafür nehme ich, wie gesagt, einen handelsüblichen Schwingschleifer. Das macht ein bisschen Staub und geht relativ schnell. Und danach wird einfach die Lasur aufgetragen, die ist speziell für Holz, speziell für Spanien. Die hat also sozusagen einen hohen Lichtschutzfaktor, der also das Sonnenlicht reflektiert. Da müssen irgendwie Metallteilchen oder sowas drin sein. Jedenfalls gibt es also solche Holzlasuren mit hohem Lichtschutzfaktor. Und ja, wenn ich damit durch bin, dann denke ich, dann werde ich wieder einige Jahre an den Möbeln Freude haben, bis ich sie dann wieder bearbeiten muss. Das ist bei Holz leider immer wieder der Fall. Man muss da immer wieder ran. Aber gut, nun will ich nicht weiter erzählen. Schaut einfach an und genießt, wenn andere arbeiten. Bis dann.
Also mal für die, die alle das nicht glauben wollen. Thermometer steht im Schatten und zeigt exakt 40 Grad im Schatten an. Thank you.
Thank you.
Thank you.
So, und wie bei jedem anderen Video auch, kommt jetzt hier das Video, wie meine Situation jetzt ist mit den gestrichenen Möbeln, dieser gestrichenen Gartengarnitur. Und ich glaube, da kann man als Laie ganz zufrieden mit sein. Also ich bin es jedenfalls. Das ist wieder schön sauber. Noch kann man sich da nicht hinsetzen, aber es ist schon fast trocken. Und dann kann man da auch wieder ein schönes Glas Wasser, Milch, Kaffee etc. pp. Trinken. Bis dahin verbleibe ich mit einem Tschüss aus Spanien.